Wenn wir jetzt einfach die Ranken hier hochklettern. Und diese Truhe dort öffnen. Und was auch immer da drin ist, in Empfang nehmen. Die Feenschleuder. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf links, unten oder rechts platzieren. Drücke C, um die Schleuder zu benutzen. Halte C und ziele mit dem Analogstick. Lasse C los, um Dekokerne abzuschießen. Wenn du sofort schießen willst, halte C etwas länger gedrückt und lasse dann los. Rüsten wir das Ganze mal aus. Ja. Gucken wir. Boah. Das wollte ich nicht. Nein. So. Feenschleuder. Packen wir mal auf links. Spielstand sichern, ja. Und dann. Oh. Dann gucken wir einfach mal. Okay. Guck ich mal. Ups. Und damit ist die Leiter auch schon unten. Und wir können weitergehen. Und was passiert jetzt? Ah, wir können einfach so weitergehen. Sehr schön. Und wo sollten wir als nächstes hingehen? Ah, jetzt kann ich eventuell diese Viecher abschießen. Navi wollte uns irgendwas sagen, aber das scheint sich auch wieder erledigt zu haben. Ja, den zweiten müssen wir jetzt nicht unbedingt besiegen. Ah! Aber der da wäre, glaube ich, ganz gut. Sehr schön. Ja, den Rubin nehmen wir jetzt einfach mal nicht mit. Und dann gehen wir, glaube ich, mal links. Und hoffen, dass dort reiche Beute auf uns wartet. Da! Dann schlagen wir einfach mal auf diese Spinne ein. Auch wenn das nicht sehr erfolgreich scheint. Kann man sie irgendwie besiegen? Ich glaube nicht so. Natürlich, ich drehe mich als Spinne auch immer schön mit dem Rücken zum Spieler, damit er nicht schlagen kann. Ist natürlich logisch. Wieso nicht? Oh, da hinten ist eine Tür. Durch die gehen wir jetzt einfach einmal. Oh. Und gleich mit Gitter. Was erwartet uns denn hier? Eine Spinne und das ist... Was ist das denn? Sieht so aus, als habe diese Fackel vor kurzem noch gebrannt. Gucken wir mal. Und anscheinend müssen wir hier rüberspringen. Nein! Da! Ich komme mit der Steuerung noch nicht ganz so klar. Aber trotzdem muss die Pflanze dran glauben. Finde ich nicht sonderlich stark. Und diese Pflanzen scheinen nicht sonderlich schlau zu sein. Und es kommt wieder etwas sehr Besonderes. Der Kompass, jetzt siehst du auf deiner Karte alle Schatztruhen dieses Labyrinthes. Und da ist eine Schatztruhe. Aber wie besiegen wir die Spinne hier am besten? Ich habe schon eine Idee. Hui.
da sie ja nicht sonderlich gefährlich ist, sondern uns einfach ihren Rücken zeigt, dürfte das kein Problem für uns sein. Und ein paar Deko-Nüsse. Deko-Kerne sind kleine, harte Kerne. Du kannst sie als Munition für deinen Schleuder einsetzen. Yay! Dann werden wir jetzt einfach diese Schatztruhe dort hinten holen. Wenn ich denn den Sprung schaffe. Das sieht gut aus. Und das, ja. Und das, ja. Was ist hier drin? Ein Herz. Super! Das bringt uns auch so viel. Was ist das denn wirklich? Gucken wir mal. Du hast eine goldene Skulptula zerstört. Du hältst dafür ein Skulptula-Symbol. Ja. Was mir das bringt, ist mir jetzt auch schleierhaft, aber ich denke mal, das werden wir noch erfahren. Und vermutlich muss man alle Gegner besiegen. Super. Aber haben wir die da hinten nicht schon besiegt? Und ja, dann besiegen wir sie halt nochmal. Oder ich habe hier irgendwas was verpasst. Kommt man hier sonst noch irgendwie raus? Die scheint sehr gern wiederzukommen. Eventuell. Ja, wie kommt man hier jetzt wieder raus? Gute Frage. Muss man diese Fackel irgendwie anzünden? Dicke Eisenstangen blockieren die Tür. Finde einen Weg, sie dennoch zu öffnen. Ja. Scheint irgendwas mit der Fackel zu tun zu haben. Aber eine Lampe oder so habe ich auch nicht, oder? Ah, vielleicht. Muss ich einfach den hier nehmen? Und dann ausrüsten, anzünden und zu der Fackel gehen. Ja. Das sieht gut aus. Jetzt laufe ich hier mit einer Fackel lang und brenne alles nieder. Autsch. Das tat weh. Ja, so viel zu meinen spielerischen Künsten. Die Riesenskulptula, die weiche Bauchseite ist ihre schwache Stelle. Herzen scheinen sie wohl nicht fallen zu lassen. Und vermutlich muss man jetzt hier. Irgendwie springen. Vermutlich dreimal oder irgendwie sowas. Naja, wir werden es ja sehen. Okay, und ich glaube, hier war noch irgendwo ein Herz, das uns sehr nützlich sein könnte. Okay, hier klettern wir einfach mal herauf.
Und hier war noch etwas, genau. Eine böse Spinne, die jetzt auch Geschichte ist. Und ich denke mal, ich muss dann von hier ganz oben nach ganz unten springen, um das Netz irgendwie zu zerreißen. Ja, und dann springe ich einfach mal herab. Und besiege noch diese Spinne. Ja, ich denke einmal, dass ich von allen drei Seiten darauf springen muss, um es jetzt schlussendlich zu zerreißen. Deswegen werde ich noch einmal hochgehen. Und es noch einmal machen. Ja. Das ist natürlich überhaupt nicht langwierig hier. Nein. Es kommt nur so vor. Ja. Aber so wie ich mich kenne, wird das eh zu keiner Lösung führen und ich werde hier noch eine ziemlich große Weile, nun ja, festhängen. Da ist noch eine. Und diese zeigt auch schon ihren Bauch. Und schon wieder, und damit ist sie auch schon Geschichte. Und wir können bequemlos runterspringen. Ja. Das war doch richtig. Und ich denke, dass ich an dieser Stelle einfach mal eine kurze Aufnahmepause machen werde. Und ich werde einmal gucken, wann ich dann weiterspiele. Ja, also dann, bis dann und tschüss.